Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Etat ist der größte des Bundeshaushaltes, das wurde gesagt. Und ich will auch ausdrücklich sagen, dass wir als Linke es richtig finden, dass es einen Zuschuss von 112,4 Milliarden Euro für die gesetzliche Rentenversicherung gibt. Das findet unsere Unterstützung. Das Problem ist nur, wenn Sie diesen Zuschuss abziehen vom Gesamtetat, bleiben etwas über 50 Milliarden Euro für Arbeit und Soziales übrig. Und gestern haben wir ja über den Einzelplan 14, also Rüstung, Verteidigung, gesprochen. Nach NATO-Kriterien sind in diesem Einzelplan 64 Milliarden Euro. Und ich finde, das ist ein Missverhältnis. Hier gehört nachgesteuert. Meine Damen und Herren, 14 Millionen Menschen leben in Armut. Das ist ein Negativrekord, ein Rekord, den wir niemals hinnehmen werden. Unser Ziel ist es, dass in unserem reichen Land Menschen nicht in Armut leben dürfen. Und es ist möglich mit einem gerechten Steuersystem. Und dafür kämpfen wir. Nun muss man sich eigentlich mal die Frage stellen, warum sind denn so viele Menschen in unserem Land arm? Seit 1998, mit einer Unterbrechung von 4 Jahren, war die Sozialdemokratie immer an der Regierung beteiligt und hat immer die Ressorts für Arbeit, Soziales und so weiter verwaltet. Wenn wir aber uns die Entwicklung anschauen, sehen wir, dass die Anzahl der Armen gewachsen ist. Die Anzahl der Empfänger von Grundsicherung im Alter hat sich seit 2001 verdoppelt. Das kann doch nicht sein. Aber ich kann Ihnen erklären, wie es dazu gekommen ist. Mit den Hartz-IV-Gesetzen haben Sie schlecht bezahlte Arbeit geschaffen, und nur gute Arbeit sichert gute Rente, meine Damen und Herren. Wir als Linke fordern eine armutsfeste Rente. Menschen, die 40 Jahre eingezahlt haben, sollen mit 60 Jahren in Rente gehen können. Das wäre gerecht, meine Damen und Herren. Das Entlastungspaket ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Durch die galoppierende Inflation wird es aufgesogen. Wer zum Beispiel als Alleinerziehende, und das sind ja in der Regel Frauen, 2 Kinder zu versorgen hat, wird nicht einmal zur Hälfte entlastet. Wer soll eigentlich Ihrer Meinung nach die andere Hälfte bezahlen? Meine Damen und Herren, der Hartz-IV-Satz soll auf 500 Euro angehoben werden. Das reicht natürlich überhaupt nicht. Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert einen Hartz-IV-Satz von 678 Euro. Wir unterstützen das. Wir sagen 687. Aber das ist die richtige Forderung, die wir voll und ganz unterstützen. Wir wollen, dass Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen ein Jahr lang monatlich 125 Euro plus 50 Euro für jedes Familienmitglied erhalten. Wir wollen in unserem Land Gerechtigkeit, Armut nehmen wir nicht hin. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Lötsch. Als nächste Rednerin erhält das Wort die Kollegin